Bensheim ist eines der schönsten Orte der Bergstraße. Die nächstgrößeren Städte sind nördlich Darmstadt, etwa 22 Kilometer, südlich Heidelberg, ungefähr 35 Kilometer. Viele Gassen, jede Menge Fachwerkhäuser, wunderschön restauriert. Hier sieht man den Marktplatz. Kulturell ist in Bensheim auch sehr viel los. Es gibt verschiedene Theater und sogar ein Varieté. Es ist das bekannte Varieté Pegasus. Dort sind weltberühmte Künstler schon aufgetreten, also alles in Bensheim sehr sehenswert. Bensheim, an der Bergstraße gelegen, zeichnet sich durch ein besonders mildes und sonniges Klima aus. Es gibt im Jahr ca. 2000 Sonnenstunden. Man kann sagen, der Frühling beginnt in Deutschland in Bensheim und den umliegenden Gemeinden. Geschützt durch den Odenwald gedeihen bei dem sehr milden Klima Kiwis, Mandeln, Feigen, Pfirsiche. Ja, hier wird nicht umsonst von der Riviera Deutschlands gesprochen. Jeder, der einmal im Frühling in Bensheim war, kommt immer wieder. Eine Farbenpracht, einfach wunderschön. Durch Bensheim fließt die aus dem Lautertal aus östlicher Richtung kommende Lauter, die allerdings ab dem Rinnetor Winkelbach heißt. Das ist der Wambolder Hof, der steht unter Denkmalschutz, ist jetzt ein Café drin, war früher ein Adelshof. Der auch jede Menge schöne kleine Geschäfte. Man findet hier für jeden etwas, ob es Gastronomie oder Läden sind, einfach schön hier entlang zu gehen. Das ist nochmal die Lauter an der Mittelbrücke. Man findet hier viele große oder auch kleine Läden, kann, nachdem man eine Zeit lang rumgelaufen ist, sich irgendwo hinsetzen, kann eine Kleinigkeit trinken oder auch etwas essen. Wie man will, für jeden ist etwas dabei. Ganz toll hier auf Entdeckungsreise zu gehen, die Sträßchen laden dazu ein. Bensheim ist die größte Stadt im Landkreis Bergstraße. Seit 1400 erhielt Bensheim die Stadtrechte. In Bensheim und seinen Stadtteilen leben fast 40.000 Einwohner. So, das ist jetzt der Rinnentorturm. Er ist ein Rest der mittelalterlichen Stadtbefestigungsanlage. Hier wieder ein Blick auf die Lauter. Die Stadtbefestigungsanlage stammt aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Sie wurde zur Sicherung der Stadt Bensheim errichtet.
So, das rote Gebäude ist ein ehemaliger Adelshof. Es ist der Honegger Hof. Im Hintergrund sieht man das bekannte Parktheater. Auch ein Ort, wo vielfältige Veranstaltungen stattfinden. Ja, und hier kann man einfach nur einen Farbrausch bekommen. Gehe ich Richtung Stadtpark. Die Frühlingsfarben sind auch hier wieder überwältigend. Hat man den Eindruck, man sei in einer anderen Welt. Hier irgendwo wohnt auch eine Kollegin von mir. Sie ist wirklich zu beneiden. Und ganz da hinten sieht man das berühmte Kirchberghäuschen. Das heißt, eine Fahne weht, das heißt, man kann hochgehen, es ist geöffnet. Nachdem ich den Stadtpark verlassen habe, komme ich an der Pfarrkirche St. Georg vorbei. Die Kirche ist die älteste von vier katholischen Gemeindekirchen. Geht's wieder Richtung Marktplatz. Das Denkmal der bekannten Frau von Bensheim. Sie soll im 30-jährigen Krieg die Stadt gerettet haben. Ist die bekannteste Sagengestalt hier in Bensheim. Vielen Dank fürs Zusehen. Bensheim im Frühling ist einfach ein Muss.